das Port nach unten. Oh, der ist schlecht. Ich meine, die sind alle Fülle. Oh, gut. Who's that Pokémon? No way for you! Du bist immer so, als würdest du 300 Kilogramm wiegen. Wie nennt man das? Undersell and overperform oder overdeliver? Irgendwie so. Ich habe gelernt, wenn du dich selber immer klein machst, dann kannst du positiv überraschen. Und wenn du dich selber schon so groß ankündigst, dann kannst du meistens nur versagen. Das heißt, ich gehe immer für den ganz niedrigen Stapler, gehe ich. Ich gehe für den ganz niedrigen Stapler. Ich habe halt 55 Kilo abgenommen und jetzt habe ich dann über die letzten 3 Jahre habe ich wieder 20 Kilo zugenommen. Also ich bin immer noch minus 35, ne? Was ja echt nicht verkehrt ist, aber es ist halt, also ich habe schon wieder viel zugenommen. Schwimmen wäre wohl echt das Gesündeste. Tatsächlich sagt der Trainer, dass das mit dem Schwimmen, dass das gesund ist, ein Fehler ist. Ich habe immer gehört, dass Schwimmen ultra gesund ist, wenn man ein dicker Mensch ist. Für die Gelenke, ne, weil das schonend ist. Aber der meint, das ist nicht gut, actually. Der hat noch was gegen Bademeister. Wieso bietet es dann die Krankenkasse an und zahlen das dir aber egal was? Ja, also gelenkschonend ist es auf jeden Fall, aber er hat irgendeinen anderen Grund dafür, den ich jetzt aber nicht mehr reproduzieren kann. Was ich früher ja immer gemacht habe, ist lang joggen gegangen. Wenn du, ich glaube, mehr als 40 oder 45 Minuten joggst, dann verändert ja dein Körper, welche Reserven er aufbraucht, ne? Oder wo er seine Energie herzieht und fängt an, mehr ans Fett zu gehen. Also so habe ich das gelernt damals. Ne? Das war einfach nur im Internet, ne? Aluhut aufgesetzt. Also machen das bestimmt auch manche Aluhut-Leute. Einfach im Internet Artikel durchgelesen, ne? Wenn da irgendein wissenschaftlicher Stempel drauf ist. Aha, ne? Und dann habe ich damals immer eine Stunde plus joggen, war ich damals immer. Was er sagt, ist Kraftsport und ansonsten Intervalltraining. Nee, aktuell kann ich nicht joggen gehen. Aktuell bin ich zu dick für Joggen. Also aktuell kann ich nur Rad fahren, Leute. Ich muss einfach dranbleiben. Es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Oh, scheiße, wir spielen gegen der Pike-OTP. Okay, Leute, aber genug von diesem Thema. Auf jeden Fall, das ist einfach meine größte Baustelle in meinem Leben bisher. Das ist die größte Baustelle in meinem Leben, die ich habe. Und an der ich hart arbeiten muss. Und da bin ich noch nicht ganz so weit, wie ich gerne wäre. Das ist Toplane, Vayne, Jungle Diana, Pike. Okay, das hätte man eigentlich sich denken können, ne? Das ist Schild gepackt. Jetzt runter chasen. Muss hier flashen. Scheiße, ich hätte nur einen Hit vom Boomerang hätte ich gebraucht und der wäre tot gewesen. Einen Hit vom Boomerang hätte ich gebraucht. Das ist schön gedodged. Sanft nach unten. 29 Leben hat er gehabt. Wenn ich den Schwing vor dem Out-Attack mache, glaube ich, stirbt er einfach und ich überlebe. My bad. Das war sehr, 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 sehr bad von mir. Wir müssen aufpassen, er hat noch TP. Das war so knapp, ne? Ich wusste nicht, ob ich den Out-Attack noch machen darf oder nicht. Das war ein Riesenfehler, leider. Mein Hund guckt gerade zu. Kannst du kurz bellend erklären, was League of Legends ist? Nee, du. Da tue ich mir leider schwer. Ich habe gegen diese Pike-Mitte habe ich so eine Blockade, ne? Ich bin immer am Inten gegen die. Jedes Game int ich gegen die Pike-Mitte-Spieler. Das Port nach unten. Oh, der ist schlecht. Ich meine, die sind alle Fülle. Oh, gut. Null Pike. Let's go. It's gonna be a rough one again. Ich glaube, das Schild war gar nicht nötig, aber whatever. Also ich bin mir sehr sicher, dass er da einfach schon tot war. Das hat ja gerade die komplette Wave geklaut. Uns einmal kurz das hier. Zack, zack, zack. Alright, alright, alright. Ist doch schon mal wundervoll. Eine Menge Gold für uns. Das Problem ist, dass wenn der Level 6 ist, kann er uns vielleicht einfach one-hitten wieder. Rates von dem sind so scary, ey. Das ist auch 6. So stark, kein E-Max wie sonst nicht. Max, mittlerweile max ich immer Q. Q-Max ist einfach viel besser seit dem Buff. Ist einfach viel, 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 viel besser. Würde ich dir auch sehr, sehr ans Herz legen, Q zu maxen. Ist einfach viel besser. Q-Max, Action. Hier, Basen. Wir gehen auf jeden Fall für Kraken hier in dem Game. Weil der Shieldbau ist, glaube ich, komplett nutzlos, ne, gegen Pike. Nicht komplett nutzlos, aber schon ziemlich nutzlos. Ich glaube, Kraken ist ja besser. Aber die All-In-Pressure auf ihn. Die da sind extrem squishy auch später. Oder sie machen nicht den Drake. Okay. Direkt wieder hart pushen hier. Wenn wir den so leicht nach unten werfen. Ich glaube, das ist hier der Checkpot, ehrlich gesagt.
Oh mein Gott, falsch geschwungen. Rebbe hat sie aber auch so... Nice, gut. Alright, let's go, Leute. Das sieht wieder sehr, sehr gut aus, das Game hier. Wir sind wahnsinnig, wahnsinnig stark. Einfach pushen, pushen, pushen. Gelfos ist doch bestimmt auch nicht schlecht. Ich mag Gelfos mag ich überhaupt nicht auf Akshan. Aber es gibt manche Leute, also es gibt so einen OTP, der baut tatsächlich auch in solche Matchups gerne mal Dings rein, ja. Das ist bestimmt nicht so schlecht, ne? Aber ich mag es einfach nicht. Weil er ist wenigstens gestorben, das was zählt. Aber komm schon, warte. 3 Sekunden CC, naja gut, das war Pike Hook, Nautilus Hook, Nautilus Ult, Nautilus Root Auto Attack. Ich meine, da kommt halt einiges zusammen, weißt du. Da kommt einiges zusammen. Dass sie was gegen uns machen können. Da war auch sehr, sehr schön, endlich mal. Haben wir 2 schöne Schwings gefunden. Akshan scheint ja mal ganz gut zu sein gegen Dings. Gegen Pike. Funktioniert echt nice hier. Jetzt hier noch den letzte Platte nehmen. Ich glaube, die 12 Sekunden reichen uns für dicke. Die nächste Wave sollte ich wahrscheinlich meinem Toplaner lassen. Ich glaube, der ist ein bisschen. Und das ist nicht möchte, dann möchte. Machen wir jetzt back to base. Wir können hier Collector gehen, aber ich weiß nicht, ob ich Collector mag. Aber wir bauen trotzdem Collector. Auf unten, wenn der Lee stirbt, dann kann ich danach mit dem. Kann ich danach besser hinrotieren. Das wird, glaube ich, gut da unten, der Fight. Ich werde den Turret, glaube ich, leider kriegen. Da bin ich nicht in Time da. Ich kann sie danach. Ich weiß nicht, kann ich die killen oder killt mich die? Das Game sieht sehr gut aus. Ich meine, das kann aber immer noch. Also, das kann aber immer noch sehr schnell sich drehen, wenn die ein paar gute Pike-Fights bekommen halt. Die Italiener wird wahrscheinlich schon ihre ganze Top-Seite genommen haben, oder? Von denen hochkommen könnte nur der Pike gerade. Ich glaube nicht, dass der uns killen kann. Ich hab das Kuh nicht gedodged, ne? Doch, hab ich. Okay, wenigstens, dann war's nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie funktioniert denn Heal Reduce mit der Passiven von Pike? Hat er dann weniger Grey Health? Nee, oder? Er regeneriert's nur langsamer. Und Pike, hast du das zählt? Ja. Aber ich hätte gerne, also natürlich hätte ich gerne überlebt, da. Die Wave schnell reinpushen. Da ist auch noch ein Tier 2, den wir nehmen können. Warum ist eigentlich Kuhmax besser? Weil wir haben das eh ziemlich hart genervt und das Q gibt dir einfach sehr, sehr brokenen Wave-Clear, wie du es hier... Schau dir das an. Du kannst halt eine komplette Wave einfach one-hitten, wenn du Q maxst. Und das ist ziemlich stark tatsächlich, eine Wave zu one-hitten. Nein, wenn er... Ich hätte einfach durchziehen sollen. Ah, Mann, das ist nicht gut, das Game. Ich bin so gefeedet. Kann ich das bitte besser spielen, Mann? Was war das für ein miserabler Schwingen gerade, ey? Weißt du, schon mal die Preseason endet? Ich glaube, am 7. endet die Preseason. Wenn ich mich nicht täusche, am 7. Rampage. Genau, hier haben wir alles geholt. Dann können wir vielleicht nicht schnell. Hm. Ich meine, wir können ja jetzt Heal Reduction bauen. Warum nicht? Das Item ist sehr gut her. Item ist sehr, 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 sehr gut her. Noch ein TP von den Gegnern. Wer geht jetzt inten? Das Ratespiel für die ganze Familie. Nein, ich hätte nur noch ulten müssen. Der wär einfach, das wäre einfach ein One-Hit gewesen, der Clean, oder? Wenn ich da noch ulte. Denn wer sie ist, denkst du denn, wer du bist, Van, dass du dich mit mir anlegen möchtest? Oh. Ich hätte da Flash predicten müssen, leider. Ich hätte da leider Flash predicten müssen. My bad, my bad. Also, die macht die Null. Das ist so krass, wie useless die Diana gemacht haben, ne? Weil die so stark war am Anfang der letzten, also von dieser Season jetzt. Wir sind ja noch in der Preseason, ne? Die war so stark am Anfang, gerade im Jungle, die ist einfach komplett nutzlos gemacht worden, oder? Das ist halt null Damage, null Impact.
super clunky Playstyle. Die Devil Blade. Das war doch ein schöner Set. 3-0, Mentality Man. Da ist er doch, Leute. Da ist er doch, der gute Mentality Man. So, wen honoren wir hier von den Leuten? Die haben alle gut gespielt. Aber ich mag den Ken aus irgendeinem Grund. Vielleicht einfach, weil er einen Yordle gepickt hat. Am meisten Damage im Game. Das hätte aber viel besser sein können. Das hätte letztlich ein 30-0-Game sein können.